Hallo zusammen, ich habe ja gestern ein Video gemacht mit dem Kurzschluss. Das könnt ihr euch in der Endcard hier anklicken. Der Aufbau ist der gleiche, ich habe den Wechselrichter angeschlossen ohne Sicherung, hier auch plus ohne Sicherung und ich habe hier meine Kontrolllampe. Da seht ihr, dass da Spannung drauf ist, plus und minus angehängt. Die stellen wir hier wieder dazwischen, dann blendet es mich weniger und euch dafür mehr. Und ich habe hier auf Masse angeschlossenen Kabel, das sind 2x10 Quadrat. Und hier dazwischen habe ich Sicherungen. Und zwar sind das solche 80 Ampere Sicherungen. Hier sieht man vielleicht die 80 Ampere. Und von denen habe ich hier zwischen rein gemacht. 4 Sicherungen. 4 mal 80 Ampere ist identisch wie eine 320 Ampere Sicherung. Diese Batterie, auch alle anderen von uns, haben das gleiche BMS drin und die sollten bei 300 mA 300 Ampere Kurzschlussstrom ausschalten. Wenn ich jetzt also hier einen Kurzschluss mache, dann müssten diese Sicherungen ganz bleiben. Und das BMS sollte ausgehen. Und wenn das BMS ausgeht, sollte auch diese Lampe ausgehen. Achtung! Und Kurzschluss. Das heißt, kein Saft mehr. Die Sicherungen sind ganz, nichts warm. Das heißt, die Batterie ist ausgegangen, obwohl ich hier einen Kurzschluss produziert habe. Jetzt habe ich einen Kurzschluss. Hier geht auch nichts mehr mit der Lampe. Der Wechselrichter ist noch angeschlossen. Sonst habe ich irgendwas angeschlossen. Wenn ich so einen Kurzschluss mache, kann ich das BMS nur resetten, wenn ich hier am Plus, es geht auch am Minus, alle diese Kabel löse. Da kann ich von mir aus Halleluja singen oder sonst was, kurz warten und hier wieder anschließen. Gibt einen kleinen Funke, das ist natürlich hier, weil die Lampe kommt. Und nachher ist die Spannung wieder unter Strom. Eben hier habe ich euch das gleiche Video gemacht, nur mit 300, 400 Ampere. Und hier kommt ein Video, nicht wie jetzt mit 320 Ampere, sondern mit 240 Ampere, also 3 Sicherungen. Und dann sollte die Sicherung rausfliegen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und guckt mir das Video von morgen.